Alex' Freunde müssen sich beeilen, denn die Menschen haben den Löwen schon an einen Ast gebunden und schleppen ihn in ihr Lager. Ihr wollt mich doch gar nicht aufhängen! Oh. Seht ihr? Nein, ihr schafft es überall! Alex wird, nach Pfadfinderart, über aufgeschichtetes Holz gehängt. Und sie wäre es mit einem Löwen im Schlafrock. Da sieht er, dass einer der Touristen ein New York-T-Shirt trägt. Hey, ich bin auch aus New York! Ich bin's, Alex der Löwe, aus dem Central Park! Doch die Menschen verstehen ihn nicht. Sie zünden das Holz an. Aber die Rettung naht. Mit einem Prankenhieb holt Suba seinen Sohn aus dem Feuer und befreit ihn von seinen Fesseln. Es geht los, du bleibst schön hinter mir. Nein, Dad, das sind New Yorker, die sind nur unhöflich und verängstigt. Zurück mit euch! Ein Gewehr richtet sich auf Suba. Schnell springt Alex vor ihn und fängt an zu tanzen. Was soll denn das, mein Sohn? Das ist das Einzige, was ich wirklich kann. Was soll das? Was ist denn das? Hey, die Moves kenne ich doch. Das ist doch Alex der Löwe. Aus dem Central Park. Na klar, das ist Alex. Es gibt nur einen einzigen Löwen, der so tanzen kann. Endlich haben sie ihren Löwen erkannt. Jetzt braucht keiner mehr Angst vor ihm zu haben. Die Menschen senken ihre Waffen. Und Suba erkennt, dass sein Sohn wirklich der König von New York ist. Ich weiß es einfach nicht. Dad, was tust du denn da? Ich tanze mit meinem Sohn, denke ich. Nicht denken, Dad, fühlen! Schmetterling! Ich fühle es! Bezaubernd. Und jetzt wird gegessen. Die alte Dame ist gnadenlos. Sie greift nach dem Gewehr. Aber zu spät. Dad, ein großer alter Topf schwebt vom Himmel herab. Der Topf hängt aus dem reparierten Flugzeug. Allerdings nicht an einem Seil, das hatten die Pinguine nicht an Bord, aber jede Menge Affen. Die bilden eine Kette für den Topf und in den steigen die beiden Löwen. Sie hat ein Gewehr! Verschwinden wir, solange es noch geht! Was? Marty versteht ihn nicht. Also ruft Alex eine Nachricht dem ersten Affen zu. Sie hat ein Gewehr, verschwinden wir hier, verdammt! Weitersagen! Der gibt es an seine Kollegen weiter. Bis der Letzte ist Marty oben im Flugzeug übermittelt. Er sagt, das wird nicht schwer. Sprengen wir den Damm. Leiterwagen! Skipper! Alex sagt, wir sollen den Damm sprengen. In Ordnung, aber das wird seine Beerdigung. Was? Hard Backboard! Ei, Skippy! Die Pinguine haben kein Dynamit. Den Damm können sie nur rammen. Und zwar mit dem großen Topf. Aber in dem sitzen ja die beiden Löwen. Woski, Vollgas! Als das Flugzeug auf den Damm zuhält, erkennt Alex, was der Skipper vorhat. Eindrehen und runtergehen! Sag ihnen nein! Hochziehen! Die bringen uns um! Das muss doch auch anders gehen! Weitersagen! Wieder wird die Nachricht von Affe zu Affe weitergegeben und kommt ein wenig entstellt im Flugzeug an. Er sagt, nicht hochziehen, bringt uns um, es geht nicht anders, Leiterwagen. Flugzeug und Topf rasen auf den Staudamm zu. Rammgeschwindigkeit! Doch da steht die alte Lady mit dem Gewehr. Komm nur her, böse Mietekatze! Die Rammtechnik hat tatsächlich funktioniert. Der Damm ist gebrochen. Das Wasser donnert ins Flussbett und erreicht schon bald das Reservat. Ich habe geschafft! Gut, ihr habt geschafft! Mit dem Wasser wird auch der große Topf angeschwemmt. Das ist alles! Super! Super! Euer Herz! Super! Ich bin so froh, dass euch nichts passiert ist. Aus dem Weg! Makunga baut sich großkotzig vor den Heimkehrern auf. Na sowas. Weißt du, Suba, wenn ich mich recht erinnere, hast du das Rudel verlassen. Und du wurdest rausgeworfen. Glaubt also ja nicht, dass sich dadurch das Geringste ändern wird. Du hast recht. Und weil das so ist, möchten wir dir als Zeichen unseres Respekts das hier überreichen. Alex drückt ihm die Handtasche der streitsüchtigen alten Dame in die Hand.
Das ist eine Herrenhandtasche. Total angesagt, da wo ich herkomme. Gar nicht, was ich sagen für soll. Den Alpha-Löwen von heute ist das ein Must-Have. Kann man den Henkel auch verlängern? Ja, ich glaube, die wird mir sehr gut stehen, wenn ich mal wieder wandern gehe. Aber verbannt seid ihr trotzdem noch. Alex geht zum Topf zurück. Wir dachten schon, dass du sowas sagst. Stößt ihn rum und heraus purzelt der Schrecken aller Löwen. Die alte Dame. Meine Handtasche! Sofort geht sie zum Angriff über. Du böse Miezekatze! Und Makunga tut das einzig Vernünftige. Er flieht. Der Herrscherstaat bleibt herrscherlos zurück. Den hast du dir verdient, Sohn. Willkommen im Rudel. Suba reicht ihn stolz seinem Sohn. Danke, Dad. Aber der gehört doch dir. Nein, nein, Sohn, uns beiden. Mein Sohn, ja! Der König von New York. Am nächsten Tag versammeln sich alle am Flugzeug. Das ist heil zurückgekehrt und auch die Affen konnten sich in Sicherheit bringen. Jetzt heißt es wieder einmal Abschied. Abschied von den Pinguinen. Fahrwerk, gecheckt. Bremsklappen, gecheckt. Diamanten und Gold, gecheckt. Die wollen mit dem Gold und den Diamanten nach Monte Carlo ins Spielcasino. Aber nur so lange, bis sie alles verzockt haben. Dann kommen sie zurück. Auf Wiedersehen! Ihr werdet uns fehlen! Und bis bald! Hey, weißt du, Mom, sollte sich doch ruhig Zeit lassen. New York läuft uns ja nicht weg. Habe ich recht, Leute? Ja, aber sowas von. Hey! Also, solange ich bei ihr bin und bei euch beiden, ist es mir egal, wo wir sind. Sie hat so ein unglaublich schönes Lachen. Liebe kennt keine Grenzen. Tja, wie es aussieht, habt ihr uns jetzt erstmal eine Weile am Hals. Oh. Dad, was hast du? Ich dachte, wir könnten ein bisschen was zusammen unternehmen und... Hast mich reingelegt. Und du bist reingefallen. Du hast mich mit meinem eigenen Trick reingelegt. Du hast mich abgetrickst. Das gefällt mir. Martin, Martin, gibt's hier nicht, Martin.